Also wenn wir jetzt Robelu nicht treffen, weiß ich auch nicht. Schluss jetzt. Oder zumindest den Punkt, wo er war, ne? Immer noch. Ich gehe da lang. Ja. Was macht der denn da? Wie weit er auch gekommen ist, ey, das gibt's doch nicht. Ey, come on, Link, come on! Was war das? Was war das denn? Okay. Da ist wieder was, was explodiert. Hä? Das ist voll seltsam. Oh, krass. Okay. Oh nein. Schade, was? Ich lese das gleich. Irgendwas Modul? Was hat sie im Turm? Ernsthaft? Die Tröte. Scheint, dass man mit dem Modul nur vertikal nach oben kommt und es nicht horizontal geht. Sonst könnte man uns einfach durch den Berg porten. Ja! Aber das wäre dann auch zu overpowered. Wenn du dann durch die ganze Welt könntest. Das ist ja irgendwie auch ein Schmarrn ein bisschen. Aber klar, das wäre natürlich, das wäre praktisch, klar. Aber ja. Hey, sag mir jetzt nicht zu dem Turm. Hey, was? Das sag mir jetzt nicht, der ist da drüben. Ich will nicht gegen das kämpfen wollen, oder doch? Na gut. Pass auf. Ach du Scheiße, hat es viel Leben. Okay. Okay, das hat so viel Leben. Nee, das hat mir jetzt zu viel Leben. Gamma-Block-Konstrukt, okay. Einfach eine Spitzhacke craften durch den Berg, genau. Der geht nicht so schnell down, nee. Nee, gar nicht, du. Ja, das hier. Hey, ist es dein Ernst? Wirklich hierhin? Da, wo wir schon waren, wo wir dann selber wieder hoch sind. Lass mich raten, er ist oben. Oh mein Gott, was? Das ist nicht dein Ernst, oder? Ja, irgendwas sagt... Jetzt, Moment mal. Hey, das kann... Das ist nicht meine... Das ist nicht die Quest. Willst du mir sagen, das zeigt mir an, wo ich zuletzt hochgegangen bin wieder, oder was? Letzte Position. Das ist halt so dämlich, weil es einfach nur letzte Position heißt. Oh mein Gott, das ist nicht die Quest, ne? So, auf den Ort gekommen, doch nicht wegen dem gelben Fähnchen. Ja, doch, ey. Meine letzte Position. Du kommst halt hier runter, der redet von Robelo, er ist verschwunden im Westen. Und dann das hier ist Westen. Klar geht man jetzt davon aus, dass es mit der Quest zu tun hat, aber ich glaube, es hat gar nichts mit der Quest zu tun sogar. Großartig. Aha.
Ich glaube, das hat damit gar nichts zu tun. Das ist jetzt einfach nur zufällig, passt das gerade zusammen. Oh Mann. Oh, ist das dämlich. Es wäre mir schon aufgefallen, wären wir davor nochmal hier unten gewesen. Das waren wir halt auch nicht. Jetzt sieht es alles so aus, als würde es zur Quest passen, aber das ist es gar nicht. Ich sehe schon. Oh nein, ist das dämlich. Also ich kann ja mal... Also wenn ich hochgehe, kann ich aber trotzdem sagen zurück, ne? Ist egal, ich gehe jetzt mal hoch. Ich denke aber nicht, dass es damit zusammenhängt. Das ist, glaube ich, nur Schmarrn. Oh, ist das dämlich. Oh Mann, okay. Ja, ja, klar. Natürlich nicht. Oh mein Gott. Oh, das passt jetzt nur einfach nur eklig gemein zusammen. Oh, wie frech. Okay. Ja, gut. Kann man ja nicht wissen. Ach, scheiße. Ja gut, dann nochmal dahin in dem Fall. Dann ist Robelo irgendwo da in der Nähe. Keine Ahnung. Ach, scheiße, Mann. So, Couch in mein Gamingzimmer, mein erstes Möbelstück und einen komplett neuen TV gekauft. Damit hallo. Ja, nice, Lucky. Glückwunsch. Geile Sache. Klingt super. Gamingzimmer, geil. Hi, Lucky. Also, dann probieren wir es nochmal, Robelo zu finden. Also, hier nochmal von vorne, ne? Dann bedeutet letzte Position einfach nur, okay, cool, da bist du zuletzt wieder hochgegangen. Es ist jetzt halt schon frech, aber ihr versteht schon, dass ich das jetzt, dass man das in dem Zusammenhang echt falsch verstehen kann, ne? Kommst hier runter, der labert was, Robelo ist weg und er sei im Westen verschwunden und dann ist da ein Fähnchen. Und da steht letzte Position. Da zählt man eins und eins zusammen und denkt sich, ach, dann ist da Robelo, oder? Ja, nee, in dem Fall. Dumm. Okay. Lass mich hier nochmal schauen. Wir haben ja ein Lagerfeuer von ihm gefunden gehabt. Da vorne? Er ist, glaube ich, da lang. Habe ich auch so verstanden. Oder? Echt so, das verknüpft man doch dann einfach automatisch. Fernseher hat einfach 100... Alter. Achso, 144 Hertz. Digga, ich dachte gerade Zoll. Achso. Ja, gut. Ja, das ist krass, ja. Das ist krass, okay. Ja gut, Cloud Gaming und kann mit PC. Okay, ja, ja, okay. Ja gut, ist halt ein Smart TV. Ja, Smart TV ist halt, oder? Keine Ahnung. Aber krass, 144 jetzt. Was ist denn da los? Okay, wir müssen einfach hier lang, guck mal. Das kann so simpel sein. Wahrscheinlich ist er da vorne sogar nur. Ja, gut, 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 gut. Freche Sache, das. Na, lebst du noch? Dieser Ort trieft ja geradezu vor Miasma. Da geht man besser nicht zu nah ran. Und eine Leuchtfahne ist hier angeblich sowieso Ende im Gelände. Ohne Leuchtfahne. Fahne. Naja. Aber auch ich lebe noch und ich bin zum ersten Mal hier. Für dich ist das also sicher ein Kinderspiel. Eben fiel mir eine seltsame Silhouette ins Auge. Vielleicht etwas ähnliches wie das rätselhafte Bild. Danach sucht Joscha ja. Aber jetzt mache ich mich erstmal auf den Weg zur leuchtenden Wurzel westlich von hier. Man sieht sich. Okay. Okay, ja, also da vorne, ja. Gut. Warum hat er gesagt, für mich ist ein Kinderspiel? Zum ersten Mal. Hä? War es jetzt quasi eine Anspielung darauf, dass das Spiel verstanden hat, dass wir schon mal hier unten waren? Oder was war das jetzt? Hast du schon das legendäre Minispiel gemacht, wo ich wahnsinnig wurde? Nee. Eigentlich nicht. Wir sind ja auch nicht wirklich unbedingt weit gekommen bisher. So. Ist nach deiner Erklärung so verstanden, zieh das auch. Ein bisschen. Hops. Voll an den Baum. Ich will das... Okay, dann nicht. Eins habe ich. Ha, ein Düsterwürmchen. So, dann schauen wir doch mal. Dann ist der dahin gewandert, ne? Der kleine Kackaffe.
Mann, 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 Mann. So. Obelu, bist du da jetzt irgendwo oder was ist hier los? Ja, sieht gut aus. Da ist doch wer. Ich rede erst mit ihm. Ja, Jutsu-Wurzel. Eine große Kriegerstatue, oder wie? Wieder so ein Adler-Ding, ich weiß nicht. Ich rede mal mit ihm, ne? Hey du, endlich bist du hier. Sieh dir das hier mal an. Ja? Ich kann es kaum erkennen, aber diese Statue, sie steht auf zwei Beinen und erhebt seinen Arm. Sieht sie nicht so aus wie das Bild auf dem Fragment, das Joscha erwähnt hat? Wie auch immer, es ist so dunkel hier. Ja, ich mach mal Licht, ne? Wenn diese Leuchtwurzel dann nur etwas heller werden könnte. Ja, du, kein Problem. Guck, ich zeig dir, wie das geht. Pass mal auf. So. Schon viel besser. Jawohl. Oh, die sieht doch echt ganz anders aus als die anderen. Ein bisschen. Eigentlich nur ein bisschen. Sie hält was in der Hand. Na gut. Was zum... Dieses seltsame wurzelförmige Ding strahlt ein überaus belebendes Licht aus. Es fühlt sich so an, als ob... Als ob... Es fühlt sich fast so erfrischend an, als wären wir an der Oberfläche. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe fast den Eindruck, dass es meinem Körper wohltut. Ich wollte dir das hier zeigen. Ja. Eine Figur mit zwei Beinen, die einen Arm erhebt. Sieht das nicht so aus? Ja, das ist so. Das hast du gerade schon mal gesagt. Jetzt hat das Fotomodul seinen großen Auftritt. Wie jetzt? Du weißt gar nicht, wie man das Fotomodul aktivieren kann? Das ist merkwürdig. Das Fotomodul ist eine der Hauptfunktionen des Purapets. Benutzerfreundlich und narrensicher. Kannst du mir den Purapet mal kurz zeigen? Klar, hier, guck mal. Ach du meine Güte! Sowohl dein Fotomodul als auch das Hyrule-Handbuch sind gesperrt. Warte mal kurz. Wie war das noch gleich? Den Knopf betätigen, während ich dort drücke, dann hier noch antippen? Fotomodul. Na, endlich. Endlich, endlich. Mit dieser Purapet-Funktion kannst du Bilder von Landschaften und Personen aufnehmen, die dann im Album gespeichert werden. Yeah. Geilo. Tiere. Ah ja, schön. Oh, das ist auch ein bisschen schöner kategorisiert und gemacht jetzt. Na also, jetzt solltest du das Fotomodul und das Hyrule-Handbuch verwenden können. Schieß ein Foto der rätselhaften Statue, so kannst du das Fotomodul auch gleich einem Funktionstest unterziehen. Funktionen, Test rein, klingt das nicht formidabel? Komm wieder zu mir, wenn das Foto im Kasten ist und lass mich einen Blick drauf werfen. Na also, jetzt. Statue mit erhobenen Armen. Piep, 64 Fotos können wir machen, okay. Nintendo 64. Hey du, wie ist es gelaufen? Ein gutes Foto. Hast du die rätselhafte Statue mit deinem Fotomodul abgelichtet? Na los, sag schon her. Ja, ganz ruhig hier, alter Mann. Guck mal. Sag schon, ist dir ein gutes Foto gelungen? Ja. Guck doch mal. Wunderschön. Ja, du hast dein Motiv wahrlich mit Bravour eingefangen. Joscha wird Freudensprünge machen. Erst die Leuchtwurzel und dann die Statue, die Joscha gerade unter die Lupe nimmt. Eines steht fest, wenn wir uns nur fleißig an die Arbeit machen, warten hier spektakuläre Entdeckungen auf uns. Wie dem auch sei, ich werde mich zunächst auf den Rückweg machen. Dann mal bis später im Spähposten. Lass du Joscha nicht allzu lang warten, in Ordnung? Klar. Du hast ein Foto der rätselhaften Statue gemacht und es Robelo gezeigt, der damit äußerst zufrieden war. Nun kannst du dich zum Spähposten aufmachen und Joscha das Foto zeigen. Das machen wir so. Okay. Spannend. Aber da sind noch mehr. Guck. Die halten jetzt alle was in der Hand. Und auch die führen jetzt wieder irgendwo hin. Gut, gut.
Faszinierend. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hoch wieder, oder? Kann ich von hier eigentlich auch wieder hoch? Nein. Doch! Wait, what? Da war doch... Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ah ja, das war so klar, oder? Verstehe. Okay. Können eine Wurzel quasi nur ein bisschen hochbeamen. Na gut. Aber was ist, wenn ich die Decke da sehe quasi? Kann ich dann da durch? Fragen über Fragen. Es muss alles ausprobiert werden. Oh, 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 oh. Das ist nicht wirklich möglich, glaube ich, da irgendwie hochzukommen, gescheit. Da wäre nur die Decke so langsam, ne? Oh, 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 oh. Aha, aha. Nee, ich glaube, das Spiel lässt mich da nicht durch, dann. Nee. Nee, da wäre ja schon die Decke, da hat er auch schon Nein gesagt. Schade eigentlich, oder? Aber jetzt sind wir voll hoch, das ist voll cool. Nice, auch nicht schlecht. Ja. Okay. Ich fliege jetzt mal hier rüber. Keine Ahnung. Da ist wieder ein Lager. Und Seelen. Selen. Und ein Knochenpferd, das ist super. So. Ich mag den Untergrund immer noch sehr. Ja, ich ja auch. Der ist ganz cool eigentlich soweit. Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, oh, oh. Och nö. Mann, ihr Kackis. Oh, Scheiße. Oh. Noch ein Pferd, warte mal. Da greift den anderen an. So, ab geht's. Wow, ernsthaft? Dreh dich doch um. Schnarchnase. Wo war jetzt die Wurzel? Warum sehe ich die jetzt wieder nicht mehr? Nach links. Wo ist eine schöne Gegend bei den Sounds? Hä, wie schöne Gegend? Achso, Gex. Der muss schon da sein. Der ist nicht aus. Der muss schon da sein, eigentlich. Mir wird schlecht. Der nächste Teil bekomme ich was. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hä, Twitch, bist du dumm? Hä, Twitch hat mir Kanalpunkte deaktiviert, einfach mal so. Was ist denn das jetzt wieder für ein Schmarrn? 8? Warum sind das 8? Was ist hier?
Twitch wieder, ey, echt? Hä, der hat die gelöscht? Die sind auch nicht mehr da. Was soll denn die Scheiße jetzt wieder? Warum? Warum sind die jetzt gelöscht? Hey, so ein Kackhaufen. Da fehlen... Meine Röntgenvision-Superohren verraten mir, dass hier was nicht stimmt. Da fehlen 7 Stück, glaube ich. 6, 7 Stück? Warum? Warum sind die jetzt weg? Ich war es tatsächlich nicht. Ich habe die nicht gelöscht. Warum sind die weg? Oh mein Gott. Technik, Twitch wieder, keine Ahnung. Ey, was für ein Schmarrn. Ja, sorry, keine Ahnung, was da wieder los ist. Ich weiß es nicht. Ich habe die nicht gelöscht. Ich habe die nicht weggemacht. Warum auch immer die jetzt wechseln? Warum jetzt auch immer 7 Sounds oder so fehlen? Was ist das denn? Weil du dein Soundlimit überschritten hast. Nee, auch nicht. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt ein Limit gibt. So bei Twitch so. Ich weiß nicht, warum die jetzt weg sind. Selbst dann, warum sollten die gelöscht werden? Halt, warum sie... Ich weiß es doch auch nicht, warum die jetzt... Ach, das nervt mich wieder. Warum sind die jetzt weg? Oh, geil. Geil, geil. Einfach mal Waffe wegwerfen. Super. Oh, das ist dämlich. Ich weiß es leider dann auch nicht jetzt. Ich glaube, ich rate völlig falsch. Wir haben doch gerade Funde. Was ist denn jetzt die Wurzel? Warum sieht man die nicht mehr? Da hinten ist sie doch, Mensch. Geht doch. Ah, da ist wieder dieses Riesenvieh. Oh je. Ja, gucke ich dann. Heute Morgen, weiß nicht, die Tage, wo die Sounds drin sind, warum die gelöscht sind. Beziehungsweise, dann baue ich sie halt wieder neu ein. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Hey, komm schon. So. Bekomme ich auch was dafür? Kekse. Vielleicht ist es lieb. Nee, ich glaube nicht. Was ist denn mit dem Vieh? Let's kommen. Du willst da nicht runter? Ja, dann komm. Tschüss. So. Schluss jetzt. Wiesenwurzel. Tada! Ah, die Feder gefunden, ja. Wie, was, wo? Welche? Gut, mehr wollte ich gar nicht. Jetzt gehen wir wieder hoch. Ja. Die Seelen sammle ich noch und dann geht's hoch. Genau, müssen wir Bericht erstatten. Was? Cool, 308. Das ist doch was. So. Ich hoffe, man müsste doch so auch rausporten können, ne? Ja, eben. Sehr gut. Genau, dann einfach mal hier an den Turm direkt. Let's fetz. Nice, war wieder ein schönes Untergrundabenteuerchen, ne? Cool. Cool. Sehr nice.